Sehen Sie sich dieses Bild an. 10 Minuten bevor es aufgenommen wurde, hatte jemand auf diesem Foto das gesamte Geld aus dem Café am Strand gestohlen. Alle diese Personen behaupten jedoch, dass niemand von ihnen in den letzten 10 Minuten das Café besucht hat. Wer ist der Dieb? Der Dieb ist der Mann mit der Eiscreme. Hätte er es vor mehr als 10 Minuten gekauft, wäre es bereits geschmolzen oder der Mann hätte es bereits gegessen. Mark und James spielten auf dem Dachboden, wo es dunkel und schmutzig war. Aber als sie herunterkamen, war nur Marks Gesicht mit Staub bedeckt. Das Gesicht von Jakobus war auf wundersame Weise sauber. Aber es war Jakobus, der sich das Gesicht wusch. Und warum? James sah sich Marks Gesicht an und dachte, dass er auch schmutzig sei. Als Mark jedoch James ansah, dessen Gesicht makellos war, beschloss er, dass er genauso sauber war. Um dieses Rätsel zu lösen, müssen Sie sehr aufmerksam sein. Okay, betrachte dich als gewarnt. Eine ältere Dame rief die Polizei an. Ein Detektiv nahm den Anruf entgegen. Die Frau berichtete, dass ihre Nachbarin, eine junge Frau namens Gina, verschwunden zu sein schien. Die Frau hatte sie seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen und machte sich Sorgen. Als die Polizei bei Ginas Haus eintraf, gelang es ihr, die Tür aufzuschließen, und sie fand Gina im Haus, an einen Stuhl gefesselt und mit einem Schal vor dem Mund. Als sie wieder sprechen konnte, erzählte sie der Polizei, dass vor 3 Tagen ein Einbrecher in ihr Haus eingebrochen war, sie gefesselt und all ihr Geld und ihre Geräte gestohlen hatte. Die Polizeibeamten glaubten Gina nicht. Warum nur? Sehen Sie sich das Datum auf dem Kalender an. Dort drüben, an der Wand. Siehst du? Es ist das gleiche Datum wie das auf dem Kalender im Polizeirevier. Aber wenn Gina die ganze Zeit gefesselt war, wer hat dann die Daten in ihrem Kalender geändert? Du hast dich in einem Wald verirrt. Es wird dunkel und sehr bald werden wilde Tiere mit der Jagd beginnen. Es gibt 4 Wege, die du wählen kannst. Den nördlichen, südlichen, westlichen und östlichen. Aber der nördliche Weg führt dich zu einem supermassiven schwarzen Loch, das dich verschlingen wird. Der südliche Weg führt durch einen See voller riesiger Walhaie. Wenn du den westlichen Weg nimmst, landest du am Rande eines riesigen Lochs im Boden, das nicht durchquert werden kann. Und der östliche Weg führt dich zu einem himmelhohen Berg, der unmöglich zu überklettern ist. Welchen Weg sollst du nehmen? Sie müssen der Straße nach Süden folgen. Walhaie stellen keine Gefahr für Menschen dar. Sie lassen sie ohne Probleme durch den See schwimmen. Lauren kochte 10 Eimer Hähnchenflügel für ein Familientreffen. Einen für jeden Gast. Aber später stellte sich heraus, dass der kleine Jimmy ohne seine Portion dastand. Jemand hat 2 Eimer genommen. War es Onkel Patrick? Er scheint verdächtig zu sein. Oder vielleicht Laurens Sohn Justin. Er trägt dieses unheimliche, besserwisserische Lächeln. Oder könnte der kleine Jimmy selbst seine Hähnchenflügel in seiner Tasche mit Spielzeug verstecken, um eine weitere Portion zu bekommen? Seht euch den Hund an. Er weicht nicht von Onkel Patricks Seite. Er kann das Fleisch riechen, das der Mann versteckt hat. Eines Nachts steckst du in einem alten, gespenstischen Schloss fest. Du hörst, wie dich jemand verfolgt und du rennst immer schneller. Doch plötzlich eine Sackgasse. Doch wenig später bemerkst du 3 Türen in der Wand. Aber hinter jeder Tür befinden sich einige schreckliche Kreaturen. Hinter der ersten Tür verbergen sich Zombies. Hinter der zweiten Tür Werwölfe. Und wenn du die 3. Tür öffnest, wirst du mit blutrünstigen Vampiren konfrontiert. Welche Tür solltest du öffnen, um eine Chance zu haben, zu überleben? Entkomme durch die 2. Tür. Der Mond nimmt im Moment zu und Werwölfe verwandeln sich nur bei Vollmond. Sehen Sie sich diese Schüler an. Wer schummelt hier? Es ist der Typ in der 1. Reihe. Er balanciert ein offenes Buch auf seinem Fuß.
Es ist das Jahr 2158. Jim ist dabei, das Dach seiner Garage zu reparieren. Dabei rutscht er aus, fällt zu Boden und bricht sich ein Bein. Aber am nächsten Tag geht Jim schon wieder im Park spazieren und sieht vollkommen gesund aus. Wie ist das möglich? Jim ist ein Roboter. Siehst du das rote Licht, das über seinem linken Ohr blinkt? Sie müssen ihn wirklich schnell repariert haben. Ein anderer Roboter beging ein Verbrechen. Leider war die Polizei nicht in der Lage, den Schuldigen sofort zu fassen. Aber sie suspendierten 3 Personen. Und jede von ihnen könnte der Täter sein. Ein Polizeibeamter musste die wahre Identität dieser Personen herausfinden. Er hatte ein Messer, einen Schraubenzieher, eine Flasche Wasser und einen Stift. Welchen Gegenstand sollte er verwenden, um sein Ziel zu erreichen? Er kann die Verdächtigen dazu bringen, aus der Flasche zu trinken. Der Roboter wird sich entweder weigern oder einen Kurzschluss verursachen. Nun sieh dir diese Typen an. Was glaubst du, wer ist ein echter Superheld? Es ist nicht der Joker. Seine Hände sind nicht so weiß wie der Rest seines Körpers. Und es ist nicht Batman. Seine Maske hat keine Ohren. Aber Superman ist echt. Frau Lawrence wird seit Freitag vermisst. Ihr Ehemann informierte die Polizei, die daraufhin eine Untersuchung einleitete. Die letzte Person, die die Frau gesehen hat, war eine Verkäuferin in einem Juweliergeschäft. Sie bestätigte, dass die Frau, die ein rotes Kleid und rote Schuhe getragen hatte, an diesem Tag eine Halskette gekauft hatte. Am Samstag rief Frau Lawrence selbst die Polizei an. Sie flüsterte, "Ich bin in einem Haus eingesperrt. Es ist mir gelungen, ein Handy zu finden, aber ich kann jederzeit entdeckt werden. Ah!" Der Polizeibeamtin gelang es, den Anruf zu verfolgen, aber sie konnte nur die Straße herausfinden. Schauen Sie sich die Häuser in dieser Straße an und versuchen Sie zu verstehen, wo Mrs. Lawrence festgehalten wird. Sie muss in diesem Haus sein. Sehen Sie, dort drüben am Zaun ist ein winziges Stück roter Stoff. Und wir wissen, dass Mrs. Lawrence ein rotes Kleid trug. Sie sehen ein Boot voller Menschen. Gleichzeitig befindet sich aber keine einzige Person an Bord. Wie ist das möglich? Alle Personen auf dem Schiff sind verheiratet. 4 Hexen trafen sich zu ihrem jährlichen Hexenzirkel. Die Oberhexe sah den Rest der Gruppe an und rief, "Nach den Gesetzen unserer Gemeinschaft dürfen wir nicht unter Menschen leben oder mit ihnen kommunizieren. Und trotzdem hat eine von euch diese Regel gebrochen. Schau dir die Hexen an und finde heraus, wer es ist." Es ist die Hexe mit dem lila Hut. Sie hat ein Smartphone in ihrer Tasche. 3 Freunde, Kathy, Mark und Lauren, trafen sich bei Lauren, um sich über die letzten Neuigkeiten auszutauschen. Irgendwann beschlossen sie, Verstecken zu spielen. Als Lauren an der Reihe war, nach ihren Freunden zu suchen, fand sie Mark mit Leichtigkeit. Aber selbst mit seiner Hilfe konnte sie Kathy nicht finden. Kannst du Lauren helfen, ihre Freundin zu finden? Sieh mal, sie versteckt sich in einem Mülleimer. Igitt! Um dieses Rätsel zu lösen, müssen sie vielleicht wieder über den Tellerrand hinausschauen. Ein Mann schiebt ein Auto über die Straße. Dann kommt er an einem Hotel an. Er schreit, "Ich bin bankrott." Und warum? Der Mann spielt Monopoly. Und jetzt viel Spaß. Ich habe sehr ungewöhnliche Rätsel für euch. Mit ungewöhnlichen Antworten. Ein elektrischer Zug fährt mit einer Geschwindigkeit von 100 Meilen pro Stunde in nördlicher Richtung und der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8 Meilen pro Stunde in westlicher Richtung. In welche Richtung wird sich der Rauch bewegen? Ach, kommen Sie. Elektrische Züge produzieren keinen Rauch.
Großartig. Die nächste Aufgabe für dich. Wie oft kannst du 10 von 50 subtrahieren? Nur einmal. Danach ziehst du 10 von 40 ab. Wie kann man die Nummer 1 verschwinden lassen? Sie fügen einfach den Buchstaben G am Anfang hinzu und schon ist es weg. Was kannst du leicht halten, ohne es zu berühren? Ein Gespräch. Wenn man kontaktfreudig genug ist, versteht sich. Mein Leben ist hart. Jeden Abend wird mir gesagt, was ich tun soll. Und jeden Morgen tue ich genau das, was mir gesagt wurde. Und trotzdem werde ich jedes Mal ausgeschimpft. Und was bin ich? Ich bin ein Wecker.